Hallo? Oh, beim ersten Klingeln abgehoben. Sie lassen uns also nicht warten. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt hoffentlich, dass Sie das Geld parat haben. 25 Millionen Dollar sind eine ganze Menge Geld. Die sind nicht so schnell zu beschaffen. Ja, aber unglücklicherweise interessiert uns das wenig. Die Bedingungen unserer ersten Abmachung waren ausgesprochen großzügig. Schließlich haben wir noch nicht einmal Zinsen berechnet. Nein, stattdessen haben Sie bloß meine Frau entführt. Tja, Mann, glauben Sie mir, sie ist eigentlich eher eine Belastung für uns. Wir wären froh, wenn wir sie endlich loswerden könnten. Übrigens, wir verlangen die Summe natürlich auf einmal. Was fällt Ihnen eigentlich ein, von mir zu sprechen, als wäre ich eine Aktie? Ist es Augusta? Geht es ihr gut? Na schön, machen Sie es kurz. Lionel! Augusta, Gott sei Dank geht's dir gut. Ja, aber wie lange noch? Hat man dir etwa wehgetan? Ja, aber nur psychisch. Oh, Lionel, du solltest dieses Zimmer sehen. Alles verdreckt. Ich fühle mich hier wie in einer fünfklassigen Version von Das beste Bordell von Texas. Was sagst du da? Ein Bordell? Ja, stimmt genau. Folge immer nur dem Duft von billigem Parfum und suche ein rot aufleuchtendes Neonlicht. Die 3 Minuten sind um. Hey, Augusta, hörst du? Das hier sind die überarbeiteten Zahlen von der Bank bezüglich der Abschlusskosten. Und das ist die entsprechende Korrespondenz beginnend mit deinem letzten Arbeitstag bei der Capwell Oase. Oh, wenn ich nicht irre, war mein letzter Arbeitstag doch erst vor einer Woche. Das ist mal wieder typisch für meinen Vater, eine ganze Lawine von Papierkram zu produzieren und damit jeden Fortschritt, den ich gemacht habe, zu verdecken. Die reinste Ausgeburt eines unbefriedigten Bürokraten. Naja, du brauchst nicht alles durchzugehen. Ich kann dich ja auf die wichtigsten Punkte und auf die Hauptveränderungen hinweisen. Veränderungen? Das hört sich ja schon sehr unheilvoll an. Cassandra, unter anderen Umständen würde mir eine Zusammenfassung von dir voll genügen. Du weißt, ich schätze deine Arbeit sehr. Aber da mein Vater es plötzlich für angemessen hält, sich bei der Capwell-Oase einzumischen, sehe ich mich gezwungen, alle Einzelheiten selbst zu überprüfen. Können wir die Nacht durcharbeiten? Sieh an, wie in alten Zeiten. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Tu mir bitte den Gefallen und ruf Julia an. Nein, lass es. Erinnere mich daran, dass ich sie anrufe. Sie ist sicher gerade wieder bei den Blues und plant die nächste Umweltaktion. Ich will ihr sagen, dass es spät wird. Naja, ich nehme an, sie wird fragen, wieso. Also ich sehe eigentlich keinen Sinn darin, sie ohne einen besonderen Grund zu beunruhigen. Mason, sie wird wahrscheinlich irgendwann davon erfahren. Möglicherweise. Aber ich habe noch niemals gehört, dass ein zum Galgen Verurteilter seinem Henker freiwillig die Schlinge reicht. Das habe ich selbst leider schon viel zu oft getan, wenn du mich fragst. Also, komm, lass uns anfangen. Um Julia kümmern wir uns später. Wenn Sie jetzt nur ein Wort darüber verlieren, dass es das Vorrecht einer Frau ist, Ihre Meinung zu ändern, erschlage ich Sie auf der Stelle mit meiner sündhaft teuren Designer-Aktentasche. Oh, ich finde, dass es das Vorrecht einer Frau ist, alles zu tun, was ihr gefällt. Abgesehen davon habe ich ja gesehen, was Ihrem Gegenüber passiert, wenn er Ihren rechten Haken abkriegt. Es war ein linker Haken und es war ganz aus Versehen. Naja, dennoch möchte ich es nicht darauf ankommen lassen. Gut, ich sehe, dass wir uns da gut verstehen. Jedoch könnten Sie etwas Licht ins Dunkel bringen. Erst wollen Sie den Fall nicht, dann wollen Sie ihn wieder doch. Ich verstehe. Wenn Ihnen das unangenehm ist, besorge ich Ihnen gern einen anderen Anwalt. Ich will aber keinen anderen Anwalt. Ich will Sie. Sie haben sich in ähnlichen Fällen bei Umweltdelikten einen sehr guten Ruf erworben. Das ist bekannt. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich schmeichle nicht. Ich will gewinnen. Der Schniggels verliert nie einen Fall, richtig? Ganz im Gegenteil, das ist sogar meine Spezialität. Offen gesagt hatte ich ihn bereits als einen solchen betrachtet, bevor Sie gerade gekommen sind. Sie sind nicht der Einzige, der für die gute Sache kämpft, verstehen Sie? Vermutlich nicht. Aber ich bin auch nicht derjenige, der den Namen Capwell trägt. Was den Interessenkonflikt sicherlich schon vorprogrammiert. Was sagt Mason eigentlich dazu, dass Sie hier sind? Lassen Sie uns eins klarstellen, wenn wir zusammenarbeiten wollen. Wenn ich durch diese Tür marschiere, lasse ich mein Privatleben draußen. Das ist kein Thema für uns. Es geht Sie nichts an. Und ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Akzeptieren Sie das? Nein. Aber da ich nun mal unbedingt will, dass Sie unseren Fall vertreten, werde ich es wohl versuchen müssen. Gut, dann sollten wir anfangen. Zuerst hätte ich gern eine Zusammenstellung aller Aktionen gegen die Blue Sky Brigade und die Aussagen aller betroffenen Parteien. In Ordnung, nebenan liegen alle Papiere bereit. Also fangen wir an.
es riskant ist, aber ich wollte unbedingt deine Stimme hören. Du kriegst doch keine kalten Füße, oder? Doch, natürlich. Ich habe schreckliche Angst. Ich meine unseren Weg. Oh, Mac, wenn ich mir über etwas sicher bin, dann über uns. Und darüber, dass Harland durchdrehen wird, wenn er merkt, dass ich ihn verlassen habe. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Du triffst mich in einer Stunde, ja? Ich kann's nicht erwarten. Greta, ich dachte, du wolltest zum Einkaufen für ein Wochenende nach Los Angeles. Ich wollte auch gerade fahren. Ich hatte nur noch etwas Geschäftliches zu erledigen. Na dann, mach keine Dummheiten. Die mache ich doch nie. Hat dir der Tanz gefallen? Oh ja, unbedingt. Ich finde, du tanzt wirklich sehr, sehr sexy. Allerdings würde ich dich für Fred Astaire sofort verlassen. Und sowas will ich heiraten. Du weißt doch, jeder kriegt, was er verdient. Apropos, mein Schatz. Rate, was heute von der Druckerei gekommen ist. Etwa die Einladung? Gefällt's dir? Was ist? Oh nein. Haben die einen Fehler gemacht? Nein, die nicht, aber anscheinend ich, die Frau, die ich heiraten will, heißt mit zweitem Namen Esmeralda. Hör bloß auf, das ist der Name meiner Großmutter gewesen. Ich verspreche dir, das ist endgültig das Ende für diesen Namen. Von jetzt an werden unsere Kinder ganz normale Namen bekommen. Zuerst kriege ich ein hochkarätiges Schmuckstückchen und zwar Jimmy. Aus Gold. Na schön, du bekommst deine Hochzeit, Flitterwochen und ein winziges Schmuckstück. Schön, klar, das lange reicht. Flitterwochen. Lange Flitterwochen, gut. Drei Tage. Drei Tage? Wenn du drauf bestehst, dann meinetwegen vier. Aber danach werden wir sesshaft und bezahlen wie jeder ordentliche Bürger brav unsere Hypothekenzinsen und du füllst unser trautes Heim mit Babys. Viele Kinder zu kriegen ist nicht besonders schwierig. Es ist vielmehr das Problem, was wir mit ihnen anstellen, wenn sie da sind. Ich hätte da schon eine Idee. Fünf wären gerade genug für ein Basketballteam. Nein, sechs. Wir brauchen einen Schiedsrichter. Vorstellung nicht? Ja. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Unsere Kinder, die im Garten rennen. Und am Ende des Tages sitzen wir alle am Tisch und essen. Oh Gott, eine richtige Familie. Ich hätte nie gedacht, dass der Traum wahr wird. Das wird er schon bald. Du bist so wunderschön. Womit habe ich dich bloß verdient? Weißt du, ich finde, wir sollten eigentlich gar nicht so viel darüber reden. Warum nicht? Bist du etwa abergläubisch? Tja, bisher hatte ich auch noch nie so viel zu verlieren. Aber das ist alles so neu für mich. Ich kann mich kaum daran gewöhnen, dass ich so glücklich bin. Aber natürlich möchte ich, dass es jetzt ewig so weitergeht. Es wird so weitergehen, warum denn nicht? Und die Kinder, die wir haben werden, und die Kinder, die sie dann wieder haben, die werden wir aufwachsen sehen. Und werden dabei alt und fett. Werd aber nicht zu schnell dick, ja? Nein, ganz bestimmt. Wenn, dann nicht. Wirklich gleichzeitig. Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich auch. Esmeralda. Könntest du mir ein Glas Wasser holen? Ich habe so einen Kratzen im Hals. Ja. Yeah. Du solltest jetzt langsam ins Bett gehen. Schließlich hast du morgen früh Schule. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Geht's dir wirklich gut? Natürlich. Sei unbesorgt und mach dir nicht so viele Gedanken, ja? Okay, ich hab dich lieb, Mom. Ich hab dich auch lieb. Oh, vergiss nicht deine Bilder. Du hast sie gar nicht angesehen. Dann machen wir das eben morgen, wenn wir mehr Zeit haben, ja? Schlaf gut. Gute Nacht, Brandon. Gute Nacht.
Darf ich dich rausbegleiten? Willst du mich nicht erst durchsuchen? Schon bei dem Gedanken kriege ich Schüttelfrost. Also gut, lassen wir das. Ich finde selbst raus. Tu mir einen Gefallen, wenn du wieder vorbeikommst, ruf bitte vorher an. Ich möchte dann nicht zu Hause sein. Mit Vergnügen. Weißt du, Cassandra, ich glaube, es wird gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn es mir gelingt, Ray Daltons angeknackstes Ego so weit wieder aufzurichten, dass er sich dazu bereit erklärt, als Architekt zurückzukehren, dürften sich die anderen Probleme eigentlich ganz von selbst lösen und ich kann mich wieder in den Hintergrund zurückziehen. Ist es das, was du willst? Was ich will? Ich will sehr viele Dinge. Und zum ersten Mal in meinem Leben befinde ich mich in der außergewöhnlichen Lage, von mir behaupten zu können, dass ich beinahe alles erreichen kann. Nein, ich will nicht eine Sache für eine andere opfern, doch wenn man mich für die Entscheidung stellen würde, dann wüsste ich, welche zu treffen ist. Kurz gesagt, ich schlafe nachts ausgezeichnet. Es muss wirklich schön sein, zu wissen, was man will. Und zu wissen, dass es eine Aufgabe oder einen Menschen gibt, der immer für dich zu erreichen ist. Ich kann gut verstehen, warum das für dich so wichtig ist. Wirklich? Mhm. Ich denke, dass jeder Mensch versucht, der Welt einen Stempel von sich aufzudrücken. Etwas von sich zu hinterlassen, um zu zeigen, dass man da gewesen ist. Es scheitert oft daran, dass die meisten Menschen aufgeben. Aber schließlich sind die meisten nicht wie Mason Capwell, oder? Die Capwell-Oase ist etwas Bleibendes. Etwas Bleibendes von dir. Und ich finde das gut so. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages etwas Spektakuläres tun würdest. Um der Welt ein Denkmal zu setzen, ein von dir geschaffenes Werk. Tja, dieses Mal bin ich leider bloß König für einen Tag. Sobald der gute Dalton sich wieder an die Arbeit macht, verlasse ich nämlich den Thron für die Frau, die ich liebe. Vielleicht ist es nicht ganz so großartig und romantisch wie bei Edward und Mrs. Simpson, aber nicht übel für einen gewöhnlichen Bürger. Ehrlich gesagt würde ich dich nicht so bezeichnen wollen. Aber ich bewundere deine Loyalität gegenüber Julia sehr. Ich kann nur hoffen, dass sie weiß, wie viel Glück Julia? Sie hat. Oh nein. Sie würde sich eine halbe Stunde lang bei dir beklagen, um dich vom Gegenteil zu überzeugen. Und wenn du behauptest, dass sie es besser hätte treffen können, dann argumentiert sie umso heftiger in die andere Richtung. Und das bedeutet in meinen Augen, dass wir füreinander geschaffen sind. Aber egal, lass uns jetzt endlich an die Arbeit gehen. Ich werde also erstmal tief Luft holen, um ordentlich Kraft zu schöpfen. Und jetzt sei doch so gut und zeige mir die Veränderungen, die mein Vater veranlasst hat, als er sich so dreist in das Projekt eingemischt hat. Ist die Uhr da richtig? Warum? Wollen Sie etwa schon nach Hause? Soll das ein Witz sein? Wir können froh sein, wenn wir morgen früh fertig sind. Außerdem habe ich Michael hier gebeten. Dann kann er gleich offiziell Ihre Anklage festhalten. Sagen Sie mir die ganze Wahrheit, Doc. Wird der Patient je wieder Klavier spielen können? Die Prognose ist leider gar nicht so gut. Das Rialto-Werk erhebt harte Vorwürfe gegen sie. Offenbar hat es damals große Sachschäden gegeben und darüber hinaus sind auch Menschen verletzt worden. Die Demonstration war völlig gewaltlos, genau wie alle anderen, die wir durchführen. Ich kenne alle Mitglieder der Gruppe. Die Blues wurden niemals in kriminelle Handlungen verwickelt. Na schön, dann erklären Sie mir, wieso Sie gerade gegen das Rialto-Werk demonstriert haben, Dash. Ja, gern. Aus sehr vielen Gründen. Zum einen ist das Rialto-Werk in Sachen Sicherheits- und Umweltschutzbedingungen heutzutage das reinste Schwerverbrechen. Ich werde Ihnen das zeigen. Sekunde, ich muss das gleich haben. Sekunde. Da habe ich's. Sehen Sie? Das ist Barbara Walsh. Wer ist sie? Sie ist Vorarbeiterin. Nein, das war sie. Und zwar im Rialto-Werk. Mhm. Sehr hübsch ist sie. Das war sie. Sehr.
ist Jenny. Sie ist 5, sie lebt in einem Kinderheim in Sacramento. In einem Kinderheim? Was ist mit ihrer Mutter? Es gab eine Explosion im Rialto-Werk. Barbara ist nicht tot. Sie wäre es gern. 75% ihres Körpers sind schwer verbrannt. Sie hat ihr Augenlicht verloren. Sie kann weder sich noch ihre Familie versorgen. Also kamen die Kinder weg. Alles, was ihr geblieben ist, sind furchtbare Erinnerungen an die Übeltäter, die jetzt hinter mir her sind. Sie wissen, dass jeder Gefangene das Recht hat, einmal zu telefonieren. Sie hätten mich Lionel wenigstens sagen lassen können, dass es mir gut geht. Bitte lassen Sie mich mit ihm reden. Ich verspreche, dass ich ihm nichts verrate. Nicht, dass es etwas zu verraten gäbe. Oh Gott, ich sehe ja grauenhaft aus. Kein Wunder, ich habe kein Auge zugetan. Hier geht zu wie auf einem Bauernhof mitten in der Paarungszeit. Holt die Frau niemals Luft zwischendurch? Ich glaube, mir fehlt gleich der Putz auf den Kopf. Kann ich jetzt endlich mal telefonieren oder nicht? Nein, ich habe das Rad sofort repariert. Sie brauchen gar nicht das Thema zu wechseln. Was soll's? Ich bin ja schon für Kleinigkeiten dankbar. Wenn ich hier verenden sollte, gebe ich wenigstens eine hübsche Leiche ab. Wissen Sie, das ist auch sowas, worüber Männer sich keine Sorgen zu machen brauchen. Ihr geht nicht so auseinander wie wir Frauen, selbst wenn ihr es tut. Dann an Stellen, an denen man es viel leichter verstecken kann. Es gibt einfach keine Gerechtigkeit auf der Welt und auch keine Logik. Was meinen Sie? Wenn es auf der Welt logisch zugehen würde, müssten Männer im Damensattel reiten, finden Sie nicht? Oh, tut das weh. Oh nein, das ist ja furchtbar. Was ist denn jetzt los? Ich habe einen Krampf, einen Wadenkrampf, bitte. Wenn Sie sowas auch mal hatten, wissen Sie, dass sowas nur weggeht, wenn man aufsteht und etwas läuft. Ach, massieren Sie doch einfach Ihr Bein. Nein, das tut noch mehr weh. Wenn Sie nur etwas Mitgefühl haben, dann binden Sie mich los, damit ich die Schmerzen loswerde. Schon gut, schon gut. Ich tue alles, wenn Sie nur still sind und ich meine Ruhe habe. Schwachkopf. Jetzt muss ich von hier verschwinden, so komme ich aber nicht raus. Ich muss mich irgendwie tarnen. Im Schrank. Ja, da finde ich sicher was. Oh. Alice im Wunderland oder Sadomasochistin. Und dafür bin ich aufs College gegangen. Lieber Lionel, ich muss dich heute Abend gegen 10 Uhr im Dschungel treffen. Ich muss mit dir reden. In Liebe, Sophia. Das ist für dich. Das habe ich vorhin in der Aufregung ganz vergessen. Ist das von einem treuen Fan? Ist es was Wichtiges? Nein, das ist es nicht. Es ist nur ein Freund, der mich gern sehen möchte. Wie weit sind Sie? Oh, danke. Ich denke gerade an diese bedauernswerte Frau. Und natürlich an ihre kleinen Kinder. Solche Nachrichten berühren einen ja meist nicht näher, aber wenn man Kinder hat, wie ich auch... Ja. Ich habe eine Tochter. Samantha. Sie ist etwa so alt wie dieses Kind. Ich weiß noch, wie jemand zu mir sagte, wenn du erstmal ein Kind hast, dann ist das so, als trägst du dein Herz in der Hand. Für jeden deutlich zu sehen, hältst du es der Welt entgegen und sagst, seht her, das hier ist ziemlich zerbrechlich. Manchmal sitze ich nachts eine ganze Weile an Samanthas Bett, wenn sie schläft.
Dann sehe ich sie an und denke daran, was alles geschehen kann, wenn sie älter wird. Straßen überquert. Freunde sie gemein behandeln und ihr wehtun. Es muss für eine Vierjährige schon ein Erlebnis sein, nur zu lernen, wie man Fahrrad fährt. Und dann denke ich mit Schrecken an all das Entsetzliche, was täglich auf der Welt geschieht und wie ich ihr das alles nur jemals erklären soll. Dieser ganze Irrsinn, über den in der Zeitung berichtet wird. Wie will ich ihr bloß erklären, wieso es Menschen gibt, die auf unseren Straßen elend verhungern und wieso wir nichts dagegen unternehmen und wieso dieses Kind nicht bei seiner Mutter lebt? Wie soll ich ihr das bloß erklären? Wo ich es nicht einmal verstehe. Ich fühle mich dafür verantwortlich und wünsche mir so sehr, mein Kind zu beschützen. Aber wie soll ich es darauf vorbereiten, in eine solche Welt hinauszugehen, wie wir sie derzeitig kennen? Tja, ich würde sagen, indem sie so weitermachen. Sie setzen sich ein, sie engagieren sich für die Welt. Sie handeln, verstehen Sie? Weil sie sich Gedanken machen. Gehen Sie nicht ans Telefon? Nein, nein, nach 9 gehe ich grundsätzlich nicht dran, sonst schaffe ich meine Arbeit nie. Sie sind also auch ein Nachtmensch. Was weiß ich denn sonst noch alles nicht über Sie? Steht doch alles in meiner Jobbeschreibung. Was haben Sie denn vor den Blues alles so gemacht? Wollen Sie das wirklich hören? Ich war an der medizinischen Fakultät. Dann waren Sie also Arzt? Naja, ich habe meine Ausbildung nie beendet. Wieso nicht? Das ist eine langweilige Geschichte. Jedenfalls habe ich am Ende aufgehört. Ist die langweilige Geschichte der Grund dafür, dass Sie den Arztberuf hassen? Ja. Es ist reichlich spät. Wir sollten Schluss machen. Sonst arbeiten wir doch noch die ganze Nacht. Hallo. Oh, hallo. Ich habe deine Nachricht erhalten. Ich habe dir gar keine geschickt. Ich dir auch nicht. Ja, wer war es denn dann? Ich weiß, das war recht hinterhältig, aber ich war verzweifelt. Oh. Gina, ich habe keine Zeit. Gina, ich habe keine Zeit für dumme Spielchen. Sie sollten sich die Zeit lieber nehmen, Lionel. Ich glaube, ich habe da etwas, das Sie beide sehr interessieren würde. Aber kommen Sie, setzen wir uns doch, da haben wir etwas mehr Privatsphäre. Und genau die ist heute unser Thema. Verzeihen Sie mir, ich habe da etwas für Sie, eine kleine Überraschung. Und da haben wir sie schon. Die Höhepunkte Ihres Lebens in Farbe. Oh, bitte bedienen Sie sich, Lionel. Sie dürfen sie als Souvenir behalten. Ich habe ja die Negative. Da hältst du das Widerlichste und Ekelhafteste. Also, ich finde diese Aufnahmen eigentlich eher künstlerisch wertvoll. Wissen Sie, da ist ein Bild dabei, wo ganz unmöglich zu erkennen ist, wo Sie anfangen und Lionel endet. Das ist krank, Gina. Sie sind ja total pervers. Ach, wirklich? Also, ich finde eher, die Bilder sind pervers. Aber auf den Besetzungscouchen konnten Sie sicher genügend Erfahrung sammeln. Halten Sie den Mund. Ich vermute, sie will bloß Geld. Ganz recht, und zwar 50 Millionen. Wie kommen Sie denn auf diese Summe? Einfache Mathematik. Sehen Sie, Lionel hat schließlich, da liege ich doch wohl richtig, 100 Millionen am Verkauf von Cicis Kunstwerken verdient. Ich denke, da ist die Hälfte nicht zu viel. Ich habe das Geld aber nicht, Gina. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Wie meinst du das? Jetzt kommen Sie mir bloß nicht wieder mit der alten Geschichte, dass Sie die echten Bilder verkauft haben, die aber doch Fälschungen waren und dass diese Typen dann Augusta entführt haben sollen. Was ist mit Augusta? Was hat das zu bedeuten? Erkläre ich dir nachher. Gina, geben Sie mir bitte etwas mehr Zeit. Ich brauche alles Geld, das ich zusammenkriegen kann, um Augusta zu befreien. Oh, wieso sind Sie nicht froh, dass Sie sie los sind? Ich sag Ihnen was, ich bin nicht völlig herzlos. Ich gebe Ihnen 48 Stunden Zeit, um mir das Geld zu bringen. Und wenn nicht, übergebe ich die Fotos an eines dieser schmierigen Boulevardblätter. Die wissen sicher, was damit anzufangen. Und natürlich schicke ich hier einen kompletten Satz der Bilder an den guten CC und an Augusta. Ich sehe sie dann in den Klatschspalten. Lionel, dafür wirst du mir büßen. Das wird dich teuer zu stehen kommen.
was die modische Hure von heute so trägt. Süßes Zuckerpüppchen, wohin denn so eilig? Ich habe eine dringende Verabredung. Und zwar mit mir, Süße. Nein, nicht mit Ihnen. Da ach, du ziehst dich gern. Nein, nicht. Sie haben hier nichts zu gut, suchen. Ich finde das Spielchen sehr aufregend. Lassen Sie die Pfoten von mir. Ich fange an zu schreien. Es wäre mir eine große Ehre, bei deiner Hochzeit dein Brautführer zu sein. Oh, werde jetzt bitte nicht rührselig, Bruderherz. Das ertrage ich bei jedem anderen, nur bei dir nicht, hörst du? Ist es ein Verbrechen, sich zu... Nein. Mir fehlen. Sehr sogar. Ich werde dir fehlen? Ja. Du gehst doch schließlich nicht zur Armee, immerhin. Bleiben wir doch eine Familie. Das will ich doch meinen, oh ja. Na also, Schwester. Alles wird gut. Du und Michael, ihr habt's verdient. Da wir gerade von ihm reden, ich muss jetzt los. Er wollte zu Dash Nichols und Julia ins Büro und ich habe vor, ihn dort mit einem Picknickkorb zu überraschen. Gut, hä? Tja, dann werde ich hier wohl so lange auf dich verzichten müssen. Mhm. Bestell den anderen schöne Grüße. Ja. Ist klar. Ich danke dir, Bruderherz. Schon. Bis dann. Viel Spaß. Haben Sie auch gründlich überprüft, dass sich niemand mehr dort im Büro aufhält? Niemand ist ans Telefon gegangen. Ab 9 ist keiner mehr da. Gut, ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Ich will nur eine kleine harmlose Explosion, die gerade mal dazu dienen soll, weiterhin den Verdacht auf den guten C.C. Capwell zu verstärken. Das hast du vergessen. Was soll das bedeuten? Vor vielen Jahren, als ich gerade, ich glaube, zur Highschool ging, Mittelstufe. Also da hatte ich gerade meine Semesterarbeit geschrieben, und zwar für das Fach Geschichte des Mittelalters. Etwas über aufklärende Schriften oder sowas. Ich arbeitete hart daran, härter als ich jemals gearbeitet hatte, und ich war sicher, eine 1 zu kriegen. Bevor ich den Aufsatz einreichte, gab ich ihn dir zu lesen. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, dass du ihn korrigierst, aber ich dachte, du würdest mächtig stolz auf mich sein. Ich habe dann in meinem Zimmer auf dich gewartet. Anscheinend schlief ich doch irgendwann ein, und als ich später wieder aufwachte, sah ich meine Arbeit, die unter der Tür durchgeschoben worden war. Ich bin also hinmarschiert, hab's aufgehoben und angesehen. Sie war über und über mit roten Farbstiftmarkierungen bedeckt, auf jeder Seite, auf jedem Rand. Riesige rote Spuren deiner Kritik. Wie offene Wunden. Und auf der letzten Seite, am Ende des Textes, stand da in großen Buchstaben: Das ist eine einzige Zumutung. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Nein, natürlich nicht. Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück runterkam, hast du kein Wort gesagt. Ich auch nicht. Weil ich, egal welche Hassgefühle ich da auch auf dich hatte, egal welche Angst ich vor dir hatte, mich noch mehr davor gefürchtet habe, dass ich anfange zu weinen, wenn ich nur den Mund aufmachen würde, um etwas zu sagen. Bei Gott, das wäre in deinen Augen das Letzte gewesen. Mason, was ist los? Hast du etwa wieder angefangen zu trinken? Nein, natürlich, du greifst an. Das war ja zu erwarten, Dad. Ich fürchte, du musst ganz neu aufrüsten. Die alten Waffen wirken nicht mehr. Siehst du nicht mal eine Fleischwunde? Worum geht es hier? Ich verstehe kein Wort. Um das da! Ich habe so unendlich lange gebraucht, um mich selbst zu behaupten. Es hat mich 15 Jahre gekostet. Endlich den Mut aufzubringen, so etwas wie die Capwell-Oase aufzubauen. Alte Wunden heilen leider äußerst schlecht, aber irgendwann ist jede Niederlage vergessen. Ich war doch auf dein Projekt sehr stolz, auf alles, was du getan hast. Ist das deine Art zu zeigen, wie stolz du bist, hä? Du hast mir alles gestrichen und umgeworfen, jedes Konzept, jede persönliche Note, die ich in das Projekt eingebracht hatte. Jetzt steht da gar nichts mehr, was ich unterschreiben würde. Ich würde mich schämen. Und das ist es noch nicht mal, was mich so wütend macht. Was mich so wütend macht, ist, dass die meisten Väter stolz darauf sind, durch ihre Söhne weiterzuleben, während du nicht mal in der Lage bist, dein Lebenswerk zu vollenden, ohne meines Feuer kaputt zu machen. Bitte beruhige dich erst mal. Ich weiß gar nicht, wieso du dich so aufregst. Als ich dir angeboten habe, die Capwell-Oase zu übernehmen, war das keine berechnende, eigennützige Handlung von mir. Im Gegenteil, du hattest Gelegenheit, deinen Beitrag zu leisten? Dad, ohne mich gäbe es das Projekt Capwell-Oase doch überhaupt nicht. Und aus irgendeinem verrückten Grund, den ich noch nicht mal annähernd nachvollziehen kann, scheint dir schon allein der bloße Gedanke, die Vorstellung, dass es dein Sohn Mason diesmal vielleicht schaffen wird, eine fürchterliche Angst einzujagen. Das ist eine gemeine Lüge. Das wäre schön. Das wäre mir garantiert viel lieber, nur leider kann ich es nicht glauben.
Weil ich denke, dass aus irgendeinem Grund, ohne dass ich sagen könnte, wie, ich weiß wirklich nicht, wieso, sich all die Träume des Sohnes für den Vater in Albträume verwandelt haben. Du kannst dir nicht im Mindesten vorstellen, wie traurig ich darüber bin. Aber ganz sicher nicht traurig genug, um dir das hier zu verzeihen. Das ist eine Zumutung. Das sollte reichen. Daraus können wir eine Anzeige machen. Gut. Ich versichere Ihnen, dass Cruz so viel Zeit wie irgend möglich dafür aufbringen wird, denjenigen zu finden, der die Bomben gelegt hat. Das beruhigt mich. Na dann. Danke. Auf Wiedersehen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Ich kann mir vorstellen, dass du kurz vor der Hochzeit genug anderes im Kopf hast. Schon gut, habe ich dir denn eigentlich schon gesagt, wie sehr ich mich über dich und Niki freue? Aber ja, ich glaube schon, ja. Ich wünsche dir nur das Beste, das weißt du. Natürlich, das weiß ich. Du kommst doch zu unserer Hochzeit. Reservier mir einen Walzer, aber nicht vergessen. Klar. Danke. Mach's gut. Du auch. Gute Nacht. Na, sollen wir Schluss machen? Kommt nicht in Frage. Wir haben noch eine Menge vorzubereiten, falls wir überhaupt die Vertagung durchbekommen sollten. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Kommen Sie, gehen wir wieder an die Arbeit. Offen gestanden, habe ich dir nichts von Ginas Fotos gesagt, weil ich dachte, ich hätte die Frau im Griff. Du wolltest mich also beschützen? Ja. Ja. Und als ich dann erfahren habe, dass Augusta entführt worden ist, konnte ich nur noch daran denken, wie ich sie retten kann. Wo soll ich denn nur so viel Geld auftreiben? Ich könnte einige Papiere auflösen. Das dauert schätzungsweise 3 Tage und bringt ungefähr 4 oder 5 Millionen. Ich weiß, dass das nicht viel ist, aber naja. Du bist süß, weißt du das? Du steckst genauso im Schlamassel wie ich. Diese Fotos sind ja nun nicht gerade etwas, dass ich Sisi in sein Album kleben würde, oder? Bitte doch Sisi um das Geld. Ich meine, Augusta ist wirklich ein unschuldiges Opfer und ich finde, Sisi ist einfach zu weit gegangen, als er dich diese Fälschungen verkaufen ließ. Ich bin zu ihm gegangen. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihn selbst gefragt. Die Antwort war ein glattes Nein. Ich war um dich besorgt. Oh, ich habe einen Umweg gemacht. Ich hatte Angst, Harland würde mir folgen. Ist er? Ich glaube nicht, aber bei ihm bin ich niemals ganz sicher. Er beherrscht dieses Spiel verdammt gut. Da ist er nicht der Einzige, weißt du. Hör mal. Wir müssen ihm immer einen Schritt voraus sein. Du kennst ihn nicht, Mac. Du weißt nicht, wozu er fähig ist. Er kann uns gar nichts tun. Dafür sorge ich. Eins ist sicher, er lässt mich nicht gehen. Lieber sieht er mich tot als hier bei dir. Ach, so etwas darfst du nie wieder sagen. Es ist wahr, Mac. Letztes Mal, als er das gesagt hat, war das eine Warnung. Ich werde dir etwas sagen. Dieser Mann wird dir nie wieder etwas antun, das verspreche ich dir. Wir werden schon einen Weg finden. Wie denn? Keine Ahnung, aber eins weiß ich. Wenn er dir nochmal etwas antut, dann bringe ich ihn um. Also, ich finde, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet. Gut, und Sie damit sagen, dass wir etwas Konkretes in der Hand haben? Gegen das Rialto-Werk? Deren Kanonen sind wirklich etwas größer als unsere. Aber ich denke, ich kann den Richter davon überzeugen, dass sie in die falsche Richtung zielen, falls mir nicht die Augen zufallen. Wir haben ganz früh unseren Termin und ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. So, und wo habe ich meinen Entwurf hingelegt? Ich glaube, der liegt auf dem Kopiergerät. Ich hole ihn. Oh, danke. Michael? Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass,
Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.